Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem niedlichen Let's Play Two Point Hospital Folge 36. Leute, was soll ich sagen? Beim letzten Mal haben wir den ersten Stern erreicht in Flemington, obwohl ihr es gar nicht gesehen habt. Und der eine oder andere Zuschauer wird sich gewundert haben, dass im Thumbnail die Urkunde zu sehen war mit dem einen Sterne. Leute, das lag da einfach daran. Ich hatte die Aufnahme beendet und ungefähr 3, 4, 5 Sekunden später ploppte halt die Urkunde auf, dass wir den ersten Stern erreicht haben und ihr habt es aber leider nicht mehr sehen können. Schön. Gut, wir haben damit freigeschaltet zwei neue Krankenhäuser und zwar einmal hier Meltdowns, ein verlassenes Krankenhaus in der Nähe des Kraftwerks. Und Smogley, eine Uniklinik mit Schwerpunkt Chirurgie. Ja, die beiden haben wir freigeschaltet. Werden wir sicherlich uns noch drum kümmern, aber ihr wisst ja, wie es läuft. Ich möchte immer erst ein Krankenhaus alle 3 Sterne bekommen und deswegen fahren wir mit Flemington fort. Und wir müssen mal gucken, was wir jetzt an neuen Aufgaben haben. Ach so, was wir auch noch freigeschaltet haben, ist ein Café, das hatte ich noch gesehen. Das wird wahrscheinlich hier unter den Objekten sein, ne? Wir gucken mal, ob wir das irgendwo finden. Café. Finde ich jetzt nicht, oder ist das unter Zimmern? Ist das ein Zimmer? Es stand auf jeden Fall, hier. Café, Personal, Assistent. Ein Zimmer, das der Verköstigung und Zerstreuung von Patienten und Personal dient. Für das volle Erlebnis, das ein Verkaufsautomat einfach nicht bieten kann. Ja, sehr schön. Das werden wir sicherlich auch noch bauen. So, beim letzten Mal hatten wir ein extremes Müllproblem hier, weil wir wieder nicht Mülltonnen aufgestellt hatte und wahrscheinlich auch zu wenig Hausmeister. Aber so langsam geht das wieder nach unten mit dem Müll. Also es sieht wieder besser aus. Hier sind auch 2 Hausmeister fleißig dabei. Wir gucken mal eben. Du bist schon dran. Alles klar. So, wir haben Aufgabe. Heile 20 Patienten in der Frakturstation, das kriegen wir hin, und starte 2 Marketingkampagnen. Genau, wir hatten nämlich beim letzten Mal, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ein Marketingzimmer gebaut. Und genau, das war hier. Hier können wir mit Marketing starten. Und zwar kleine, mittlere oder große Kampagne. Wir können allgemeines Marketing machen. Krankenhaus-Marketing, indem wir zum Beispiel hier Frakturen in den unfallträchtigsten Gegenden des Countys werden Poster aufgehängt. Ja, hört sich doch eigentlich gar nicht schlecht an. Zumal wir 20 Patienten in der Frakturstation heilen müssen, würde ich das tatsächlich sogar mal machen. Und wir haben auch viel Geld. Wir haben sehr viel Geld. Von da können wir das auch mal... Ich mache das mal ein ganzes Jahr. Ja. So, Weiterbildung benötigt, machen wir gleich. Da gucken wir auch gleich mal. Und wir haben noch 2 Beförderungen. Ja, wir können ja mal gucken bei Weiterbildung. Vorher müssen wir mal gucken. Wir haben hier wieder einen Toten, genau. Oh, wo ist denn unser Geisterjäger? Hier ist einer, hier ist... Ach, da bist du schon, alles klar. Sehr schön. Und wir haben auch wieder viele Leute mit halbem Herzen. Die müssen wir natürlich einmal in der... Ah, hier stirbt schon wieder einer. Geht wieder gut los. Ja. Aber es nützt nichts. So, ich wollte weiterbilden. Genau. Jetzt gucke ich mal, was können wir denn noch alles gebrauchen? Wir könnten natürlich Marketing auch nochmal ausbauen. Aber ich glaube, ich würde gerne mal die Allgemeinmedizin 2.
Ja, das machen wir einmal. Kurs starten. So, was ist hier? Genau, was forschen wir eigentlich? Wir forschen Entwesungsanlage. Da, genau, die wollen wir nochmal ein bisschen upgraden, dass wir auf Stufe 2 kommen. Gut. Dann schauen wir mal, was wir hier noch bauen können. Aktuell wird ja nichts verlangt an Zimmern. Ich muss auch mal gucken, wie das mit den Warteschlangen aussieht. Hier sind aber nirgendwo Leute gerade, sehe ich. Machen die alle Pause? Ja, also hier haben wir ein Pausenzimmer, ist ein bisschen was los. Aber auch nicht so viel. Ich wundere mich gerade, wo die ganzen Ärzte sind. Na gut, müssen wir weiter beobachten. Was haben wir hier an? Warteschlange 3. Ja, also noch geht's. Noch geht's. Allerdings müssen wir echt gucken. Wir haben ja schon wieder ziemlich viele halbe Herzen. Da müssen wir echt drauf achten, dass hier nicht wieder zu viele Tote sind. Ach, hier ist ja auch noch ein Geist, sehe ich gerade. Geisterjäger. Was machst du hier? Da bist du ja nun völlig falsch. So, Geist jagen. Und wir haben wieder einen Toten. Wo ist er? Da ist er. Ah, das gefällt mir gerade im Moment nicht. Na gut. Auf jeden Fall kein Geist. So, ich würde auch vielleicht nochmal gucken, ob wir noch so ein bisschen mehr Ambiente hinbekommen. Ich sehe zum Beispiel hier, haben wir eigentlich so gut wie keine Pflanzen. Das wollen wir natürlich auch nochmal ein bisschen alles hochbringen. Ja, genau. Oh, dann kommt hier noch eine hin. Ja, das sieht besser aus. Ja, so gefällt mir das schon besser. Dann hier. Hier. Hier passt keine mehr, ne? Nee. So, machen wir hier an die Wand. Dann hier. Ja. Ja, es wird, es wird, es wird. Und ja, so sieht das schon besser aus. Und hier, ja, hier könnte noch mal eine, passt hier noch eine hin? Nee. Wobei, wir können ja auch die einfach mal ein bisschen hier, so. Und schon wieder ein Geist. Eieiei, Leute, eieiei. So, bitte. Na, wo ist er hin? Ist er weg? Da ist er. Ich wollte gerade sagen. Gut, Leute. Was haben wir hier noch? Notfallstation. Ja. 6 Patienten, das machen wir. Und 3 Mitarbeiter befördern. Das machen wir natürlich gerne. Ja, so mit dem Dreck sieht es auch schon wieder um einiges besser aus hier. Noch nicht 100%, aber es wird langsam. Es wird langsam. Was bist du hier? Wir setzen dich auf 1. Okay. Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen rumgetüdelt gerade. Sorry dafür. wir schauen mal. Ich würde mir ganz gerne mal tatsächlich das Café angucken. Das hörte sich sehr interessant an. Was braucht das? Oh, das braucht 5x4. Also schon eine Menge. Aber wir haben Platz genug, von daher. So, was ist das? Was ist das Café? So, wie rum musst du? Musst du so rum? Wahrscheinlich, ne? Ja. So, du kommst hier hin. Nahrungsabfalltonne. Okay. Du kommst einmal dahin. So, und dann natürlich auch Tische und Stühle. Ja, machen wir mal so. Die Pflanze einmal verschieben, die Heizung verschieben. Gut. Brauchen wir denn noch eine Mülltonne? Ja, ich denke schon, ne? Wir haben zwar die eine da, aber
Wahrscheinlich brauchen wir trotzdem noch eine. Gut, dann ein bisschen wieder was. Nee, das funktioniert nicht. So, ja, so ist besser. So, Wände haben wir nicht. Das heißt, wir können auch nichts an die Wände bringen. Gehe ich mal von aus. Nee, siehst du? Oder? Nee, wir haben keine Poster oder sonstiges zur Verfügung. Ja, von da ist es natürlich hier recht schwierig, das Pastiche hochzubekommen. Weil wir haben nicht viel zur Auswahl. Wir könnten natürlich nochmal gucken, ob wir noch irgendwas anderes. Nee, ist aber sehr begrenzt. Gut. Müssen wir erstmal mit Prestige 2 leben. So, und wir brauchen hier, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen hatte, einen Assistenten, ne? Ja. Das sollst du haben. So, machen wir mal hier Kundenbetreuung. So. Die Gäste können kommen. Na, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. So, Weiterbildung nicht jetzt. Neue Krankheit Dreckspatz entdeckt. Und der Ärzte haben dann blablabla. Wer an dieser von Stadtvögeln übertragenen Infektion leidet, lässt überall seinen Müll zurück. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hierher schicken müssen. Spritzenhaus. Ja, mach mal, haben wir ja. Entleuchtungsklinik haben wir noch gar nicht. Ja, dann soll er mal warten. Ja, alles klar. So. Okay, Entleuchtungsklinik. Ich mache mal wieder auf Pause, damit die Leute, die entleuchtet werden müssen, nicht nach Hause laufen. Und jetzt gucke ich mal, wo kriegen wir das am besten hin? Ja. Wollen wir das hier nebenbauen? Ja, machen wir. Machen wir daneben. So, das muss einmal andersrum, denn die Konsole. So, Abfalleimer. Ihr kriegt natürlich auch ein Fenster. Feuerlöscher, ganz wichtig. Desinfizierer. Eine Heizung braucht ihr auch. Da müssen wir auch gleich nochmal eben gucken, ob das überall auch warm genug ist. Da bin ich mir nämlich auch nicht mehr ganz so sicher, ob das... Ich glaube zwar schon, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir überall genug Heizung hingebaut haben. So, hier bekommt man ein paar Poster. Einen Silberstern. So, was haben wir jetzt? Wir sind, ja. Anschlagbrett. 4 würde ich natürlich gerne noch machen. Prestige 4. Oh, das schaffen wir auch. So, und eine Uhr. Machen wir hier. Okay, Prestige 4. Gut. Und wir brauchen einen Arzt. Ich frage mich gerade, warum die Musik aus ist. Hm. Keine Ahnung. Und wieder auf Play. Ja, okay, da ist sie wieder. Du bist jetzt dran. Das heißt, wir müssen die Warteschlange nicht erhöhen. Aber ich sehe gerade... Die Arztzimmer, die sind schon wieder ein bisschen zu viel ausgelastet. Wie sieht's aus, Apotheke? Warteschlange 1, das ist okay. Das ist okay. Wir könnten natürlich hier nochmal einen Krankenpfleger einstellen. Wir haben aber keinen mit Apotheke, ne? Wir nehmen dich. Und ich glaube, wir brauchen auch mal wieder ein paar Ärztezimmer. Oh, und ich glaube, wir brauchen auch... Ja, beziehungsweise... Warteschlange 6, wo sind denn die Leute? Ne, wir machen es anders. Wir holen noch mal einen Assistenten. So. Dann sollte das hier auf jeden Fall runtergehen. So, und ich glaube, ich würde noch mal ein paar Arztzimmer bauen. Also mindestens eins. Mindestens eins. So, unser Café ist irgendwie nicht wirklich beliebt, so wie es aussieht. Zumindest im Moment noch nicht. Hm. Schade. Ich hätte da natürlich gerne mal ein bisschen was gesehen. So, Frakturstation. Wir haben bisher 3 Patienten geheilt von 20.
Und Marketingkampagne, genau. Haben wir da die erste abgeschlossen? Da können wir dann natürlich entsprechend gleich die zweite starten. Sobald ich das Marketingzimmer finde, da war es. Genau. So. Ach nee, das läuft noch. Das läuft noch. Okay. Gut. Arztzimmer. Da würde ich... Ach so, genau. Ich wollte erst nochmal Temperaturen gucken. Ah, hier ist es nämlich noch kalt. Da reicht aber eine normale Heizung. Da müssen wir keine große. Ja. Dann ist hier noch ein bisschen kalt. Und dann müssen wir aber hier noch. Ja, so sieht es besser aus. Hier ist auch noch kalt. Ja. Und hier kann auch noch einen. So, jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Gut, wir bauen Arztzimmer. Aber wir kriegen hier auch keine zwei Zimmer nebeneinander, ne? Ja, würde gehen, aber wir müssen ja hier auch irgendwie einen Gang haben. Also wenn wir hier zwei bauen, warte mal, kriegen wir das irgendwie anders gelöst. Ich fürchte nicht. Warte mal. Wir machen das mal anders. Ich würde dich einmal kopieren. So. Gucken mal. So, dann würde ich dich einmal... Also einmal die Heizung irgendwo weg. Eingang... geht noch nicht, weil die Uhr am Weg ist. Du kommst dahin. So, jetzt müsste es gehen, genau. So, dann Heizung hier hin und die Uhr. Ja, so muss das passen, ne? Schauen wir, ja. Und dann gleich nochmal das Ganze und Heizung kommt weg. Ja. So machen wir das. Haben wir gleich wieder zwei Arztpraxen. Wir haben einmal dich. Und... Ja, wen nehmen wir noch? Ich würde mal dich. Ja. Ist nicht optimal, aber... Zumindest haben wir da jemanden drin. So, Bänke. Jawohl. Hier kann auch nochmal eine Bank hin, ne? Irgendwie mit dem Kaffee, das scheint irgendwie nicht wirklich anzukommen. Finde ich eigentlich sehr schade. Ich hatte mich schon gefreut hier auf das Kaffee. Ich hätte natürlich gehofft, dass die hier alle so ein bisschen schön sich relaxen und entspannen und ja. Aber, naja. Gut. So, Arztpraxen müsste jetzt die Warteschlange wieder runtergehen. In der Hoffnung, dass wir dann auch wieder weniger Tote haben. Ja. Sondermeldung 4 von 6 geheilt. Ja, du kriegst mal eine Weiterbildung. Du hast bisher Psychiatrie. Ja, dann machen wir mal Psychiatrie 3. Okay. Ja, so langsam wird das wohl ein bisschen weniger mit den Toten, habe ich den Eindruck. War ja zu Anfang sehr, sehr viel. Und, na, nicht jetzt. Scheint so, als wenn wir das jetzt ein bisschen besser in den Griff bekommen. Guck nochmal, was du... Du bist Warteschlange 1. Alles klar. Gut, Leute. Ich würde sagen... wir gucken nochmal eben, was Benny Bind, Nachwuchspfleger, hat. Normalerweise mache ich keine Vorschläge, bla 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 bla. Heile 20 Patienten. Das machen wir. Das machen wir ja von alleine.
So, wir müssen immer noch 3 Mitarbeiter befördern. Können wir das eigentlich auch machen, wenn wir keine Meldung bekommen? Oder geht das immer nur, wenn wir eine Meldung bekommen? So, wir können zwar Gehälter erhöhen, aber eine Aufgabenzuweisung, also so wie es aussieht, befördern können wir nicht, oder? Gibt es da irgendwie einen Reiter? Jobs, Mitarbeiteranpassung, nee. Zumindest finde ich nichts. Okay, wie gesagt, wir sind so langsam wieder dabei, die Todesrate runterzuschrauben. Und ja, ich glaube, im Moment sieht es ganz gut aus. Wir sind auf einem guten Weg zum 2. Stern. Und jetzt haben wir... Nee, ach nee, ich dachte, das wäre eine Beförderung. Gut. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und vergesst den Daumen nicht, Leute. Wie immer. Ja. Es geht voran, es geht voran. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, Leute. Tschüss.